Der FV Morbach verliert 1:0 im Pokalviertelfinale gegen die SG Hochwald. Neben mir steht der Trainer Thorsten Haupt. Thorsten, es war das erwartet knappe Spiel. Ein Kommentar von dir. Ja, es war für uns ein schweres Spiel. Die Ausgangssituation haben wir vor dem Spiel schon mal kurz besprochen. Ist im Moment sehr schwierig bei uns, aber nichtsdestotrotz kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben richtig gut gefightet, war ein Pokalfight. Ich denke auch, es war ein ordentliches Spiel. Beide Mannschaften auch technisch teilweise richtig gut. Zerf hat das bessere, das glücklichere, würde ich fast sagen, Ende. Einer muss im Pokal gewinnen, Zerf hat es heute gemacht und Glückwunsch dazu. Und die zweite Halbzeit von Zerf war auch schon richtig gut. Die haben auch noch den Lattentreffer aus einer Standardsituation. Aber im Großen und Ganzen kann ich, wie gesagt, meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben und hat halt heute nicht gereicht für mich. Die Glückwünsche nehmen wir natürlich sehr gerne an, aber wir geben auch ein ganz großes Kompliment an euch ab, denn ich habe mir im Vorfeld sagen lassen, die Personaldecke war doch relativ dünn gesät. Deswegen finde ich persönlich die Leistung von euch echt beachtlich, weil das war wirklich meiner Meinung nach ein Spiel auf Augenhöhe. Und in der Liga sind wir uns beide, denke ich mal, einig, dass es eigentlich ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen wäre. Ja, da hast du recht. Ja, also so würde ich das auch sehen. Ich fand uns in der ersten Halbzeit vielleicht einen Tick vorn, in der zweiten Halbzeit fand ich euch vielleicht einen Tick vorn und von der Seite her. Ja, müssen wir mit dem Ausscheiden jetzt leben. Ja, aber das soll einfach kein Wermut rein. Ihr seid trotzdem in der Liga relativ gut dabei. Jetzt sind wahrscheinlich alle so ein Stück weit froh, dass die Winterpause demnächst ansteht. Wie weit war heute der frühe Wechsel verletzungsbedingt für euch so ein Knick im Spiel? Kann man das so sagen? Ja, also man muss schon sagen, der Maxi Schemer war unser einziger Stürmer. Und wenn der einzige Stürmer dann im Kader dann raus ist, dann fehlt halt vorne schon, ohne jetzt dem Raphael, der dann für ihn reingekommen ist, da Vorwürfe zu machen. Aber da fehlt halt ein klassischer Stürmer und da fehlt natürlich ein bisschen Gefahr. Jemand, der die Bälle dann vielleicht noch mal länger hält, um nachzurücken. Dann hat dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gefehlt. Und klar, mit Maxi Schemer wären wir schon noch ein bisschen aktiver gewesen. Gefährlicher gewesen. Thorsten, wir wünschen euch alles Gute für die Saison. Danke. Dann sehen wir uns demnächst bestimmt wieder. Danke, alles Gute.